Ach hallo, grüßt euch hier auf meinem Kanal. Heute mal das Video zum neuesten Update von Bosch fürs Kiox Display. Sowohl die App bekam ein Update, als auch das Display bekam ein Update, wo mittlerweile ein paar Funktionen dazu kamen und wo jetzt natürlich auch ganz wichtig das Display mit dem Handy zusammen als Navigationsgerät dienen kann. Finde ich richtig klasse. Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit zum Installieren von dem Update, sowohl in der App als auch nachher auf dem Kiox Display. Da könnt ihr mal sehen, ob das alles so dementsprechend auch ist, wie es anlässt. Für mich soll es einfach sein. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Dann schalten wir Bluetooth ein. Verbunden selber. Dann öffnen wir mal die App. Und dann gucken wir mal, ob das, da haben wir den Punkt hier, dass wir jetzt gerade die neue Software fürs Display haben. Und soweit soll das eigentlich jetzt auch automatisch losgehen. Jetzt gucken wir mal, so eigentlich unter Mein Bike sollte man was sehen. Ah, da oben kommt ein kleiner Balken. Hier sieht man es dann recht schön, dass jetzt hier gerade die Software übertragen wird. Jetzt gehen wir auf die 100% zu. Wenn die App das neue Update aufs Kiox übertragen hat per Bluetooth, dann erscheint nach dem Aus- und Einschalten von eurem Display genau diese Meldung. Ob beim nächsten Mal die Version auf die 3.0.1 gemacht werden soll. Das machen wir jetzt einfach mal. Dann sagen wir es einfach mal ja und bestätigen einfach mal mit OK. Dann geht es aus und er startet neu. Sieht bisher eigentlich relativ einfach aus. Ja, der Balken schreitet fort. Okay, das war doch jetzt super simpel. Software-Update erfolgreich auf die Version 3.0.1.0. Jetzt sagen wir noch hier auf dem Knopf OK. Soweit, so gut. Ich starte es einfach mal neu. Ob ich das muss, weiß ich nicht. Ich mache es einfach mal. Gut, perfekt. Und jetzt schauen wir mal, ob die Navigation auch hier funktioniert. Das ist mit dem Bike verbunden, was schon mal schön ist. Das sehen wir da oben. Dann gehen wir auf die Karte. Okay, keine Route planen. Legen wir los, das machen wir einfach mal. Ich habe da glaube ich schon eine Route drin, genau, gespeicherte Routen. Ne, da ist sie noch, okay. So, und dann gehen wir unten auf Route auf Kiox starten. Oder wird ein Kiosk gesendet. Okay, machen wir das mal. Ah, cool. Der hinterste Punkt, der ist jetzt neu. Also wenn wir da alles durchschalten, was das Kiosk so hergibt, dann haben wir den hintersten Punkt, wo es die Navigation zeigt. Okay. Also das Update war jetzt eigentlich doch super, super einfach. Schauen wir kurz mal nach, ob die Softwarestände auch stimmen. Oder was uns anzeigt, mein E-Bike, Komponenten und das Kiosk hat Software 3.0.1. Vorher war es die 2.0.0.0. Ja, cool. Also, das scheint soweit zu funktionieren. Dann würde ich sagen, jetzt erfahren wir einfach mal die ganze Sache, wie es sich anlässt. Und ich lasse euch im Video wissen, wie sich Navigation mit der Bosch-App und mit dem Display so anlässt. So, soweit zu diesem Video über das Update vom Kiox Display. Jetzt schauen wir mal, was die Zukunft noch alles bringen wird. Ich bin gespannt, ob das Stabilität sich besser hat mit diesem Kombination Display und Bluetooth und Smartphone App. Da gab es immer bei meinem Gerät zumindest immer ein paar Probleme, dass die Kopplung nicht so funktionierte. Wird es besser? Ich lasse euch darüber dann was wissen, was ich weiß. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao.